Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich habe heute noch eine Breaking News für euch. Also die Folge wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber ja, News muss man ja sofort bringen. Deswegen hier für euch News. Yeah. Und zwar wurde heute von AV Visionen in der Pressemitteilung bekannt gegeben, dass auf der Animagic, die ihr vielleicht kennt, wenn nicht, erkläre ich es ganz kurz. Die Animagic ist eine der größten oder die größte Messe in Deutschland, in Mannheim. Und hat unter anderem wirklich sehr viel Zulauf von sehr vielen Leuten. Ist auch derzeit schon ausverkauft, also diese News ist wahrscheinlich nur interessant, wenn ihr euch sehr früh bei den Ticketschalter anstellt oder schon ein Ticket besitzt. Ja, und auf jeden Fall auf der Animagic sind dieses Mal nicht nur große Produzenten, wie zum Beispiel die von Sword Art Online und No Game No Life oder der Illustrator von Sword Art Online. Nein, es kam heute noch eine Bestätigung und zwar, wer wird noch da sein? Masahiko Minami, und zwar ist das der Mitgründer und Produzent von Bones. Und Bones ist einer der bekanntesten Verleger für Animes. Verleger? Produzenten von Anime. Und dieser ist da als Besucher für My Hero Academia. Ja, wir wissen, dieser Anime ist wirklich geil. Dieser wird ein Special Panel machen zu 20 Jahre Bones und da waren sehr geile Animes dabei, genauso wie ein Q&A und mit dabei ist auch Yoshihiko Umakoshi, der Charakterdesigner von den Charakteren natürlich. Diese beiden werden eine Signierstunde machen, ein Q&A und als besonderes Zuckerl obendrauf, sagt man das so, Zuckerl? Nein. Als ein besonderes Schmankerl bekommt ihr auch noch dazu eine Review von My Hero Academia The Movie und ich freue mich schon mega drauf. Ich hoffe, euch geht's genauso. Deswegen, falls ihr noch keine Karten habt, die sind ausverkauft, geht auf den Schwarzmarkt, holt euch welche oder seid sehr früh da und kauft euch weitere Karten. Natürlich bietet die Animagic noch viel, viel mehr, aber das wäre jetzt zu viel. Das sollen ja nur die News sein. Seid ihr dort? Schreibt es mal in die Kommentare. Es würde mich echt interessieren, wenn ihr da seid und verkündet die News für die, die es noch nicht wissen, denn also dieser Anime ist ja wohl schon mal bedeutend aktuell. Ob ich da sein werde? Keine Ahnung. Ich müsste erstmal noch gucken, ob ich ein Presseticket bekomme. Aber schauen wir mal. Ansonsten vielen Dank für AV Visionen bzw. KC, dass wir diese News bekommen haben. Und ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen und ihr freut euch genauso sehr wie ich, auch wenn ich vielleicht nicht da bin. Aber ich freue mich trotzdem voll für alle, die die Möglichkeit haben, das zu sehen. Genauso wie es bei der Leipziger Buchmesse ja war mit den Dragon Ball Designer und so weiter. Also beziehungsweise wurde es anyway, schon was ich meine. Ach, egal. Lasst doch ein Like da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sehen uns. Sayonara. Ciao.